Servus meine Freunde, ich bin hier beim Plecki auf dem Channel und zeig euch mal das Secret Lair Drop Box of Rocks. So, machen wir die erstmal auf. Die gute Box, also nicht ganz so schwer, ich glaube so viele Steine sind nicht drin. Katsching. So, was soll ich dazu sagen? Ich habe sie mir beim Plecki mitbestellen lassen, weil sonst keiner hat, damit wir was zum Öffnen haben. Und weil ich gedacht habe, wenn ich schon das komplette Mimemo Plasm Secret Lair als Commander Deck spiele. Hier ist auch noch eine Karte drin, die ich brauche. Dann machen wir den Quatsch auch weiter. So, das mache ich jetzt auch wieder kaputt wahrscheinlich. Braucht eh keiner. Oh, ja. So, da ich jetzt keine Karten los. Unten klebt auch wieder was drin. Machen wir mal wieder zum Schluss. Ich gehe mal wieder von der Ruska aus. Hat lange keine mehr davon im Secret Lair gehabt. Und dann holen wir mal die netten Karten hier raus. So, oben ist das Arcane Signet. Das ist auch die Karte, warum ich es besorgt habe. Das Ganze in Non-Foil, weil ich kein Freund von dem Foiling bin. Bei den Secret Lairs sollen die Foilings auch nicht so gut sein. Habe ich gehört. Da gibt es auch noch jemanden, der ein Lied darüber singen kann. So, fangen wir an mit dem Arcane Signet. Irgendwo hin, da. Das Artwork ist ja schon ganz nice. Ich weiß gar nicht, was das für ein Stil ist. Das finde ich gar nicht so fancy. Die werden noch ein bisschen abgespaceder. Aber bei dem anderen Secret Lair hat man auch schon gesehen, dass ich die abgefahrenen Artworks ganz geil finde. Das ist auch sehr schön. Das ist die Chromatic Lantern. Ich glaube, viel zu den Karten muss ich nicht sagen. Die sollten eigentlich alle bekannt sein. Die Command Sphere, muss ich sagen, hatte ich das schönste Artwork von denen. Das so, weiß nicht, Naruto. Ist das an irgendwelche Animes angelehnt? Kann mir da mal aus der Regie. Nee, die Regie schüttelt den Kopf. Das ist die Command Sphere. Mit so einem Frosch, die spiele ich leider nicht im Commander Deck. Ich muss sie, glaube ich, doch spielen, weil ich das Artwork ziemlich hype. Dark Steel, Ingot. Sind halt alles Rocks, ne? Wie die Box schon sagt, irgendwelche Mana-Steine. Ich denke mal, das sind alles Commander-Playables. Und für meinen Commander-Pool, den ich aufbaue, wofür auch immer, weil mir wenig bis gar nicht Commander in der Community spielen, aktuell ja eh nicht möglich, eine Bereicherung. Der Gilded Lotus sticht irgendwie raus, weil wenn man sich das Artwork anguckt und das daneben hält, weiß ich nicht, was sich die dabei gedacht haben. Aber ja, auf alle Fälle sehr schöne Karten. Und das war's auch schon. Ha! Wir haben ja noch eine. Ich schmeiße jetzt einfach mal rein und ich zeige euch jetzt wahrscheinlich wieder die Ruska. Obwohl der Marc ja eigentlich gesagt hat, also Plecki gesagt hat, der macht nicht mehr so viele Gewinnspiele, dann hätten wir wieder eine dafür. Und? Nee. Ein Feral Storm. Hier ist das Klebeding. Conduit, whatever. Mein Englisch ist auch nicht so geil. Ich weiß nicht. Denk mal, der kann auch nicht viel. Kommt mit 4 rein, kostet ein rotes, ein blaues, 2. When you cast a copy instant sorcery spell, deals 1 damage to target opponent or planeswalker. Okay, das ist schon mal okay. 4 hat er. Plus 2 Scry 1. When you cast your next instant sorcery spell, this turn copy that spell, you may choose new targets for the copy. Also die minus 2 ist schon ganz nice, wenn man weiß, wie man es einsetzt. Ja. Auf alle Fälle mal keine Ruska in einem Secret Lair, das steigert das zumindest schon mal. Dann bin ich raus, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt was zu den Artworks. Zu fancy, zu abgespaced. Oder gefallen sie euch? Haut rein.